Hallo und herzlich willkommen, heute mal ein recht kurzes Video. Hier geht es um 7 Serienmörder, die Polizei verspotteten. Also es gibt tatsächlich humorvolle Killer, die versuchen zu spielen. So ironisch das auch klingt oder so zynisch das auch klingt. Auf alle Fälle werde ich jetzt mal anfangen und ihr kennt wahrscheinlich einige von denen. Viel Spaß. Jack the Ripper. Beginnen wir mit dem berüchtigsten Beispiel eines bösartigen Mörders, der diejenigen verspottete, die dafür bezahlt wurden, ihn einzufangen. Jack the Ripper. Die Tatsache, dass wir die Identität dieses berüchtigten Mörders von Prostituierten aus dem London der 1880er Jahre immer noch nicht mit Sicherheit kennen, zeigt, dass er sich über jeden lustig machen konnte, ohne dass ihn irgendjemand jemals eingefangen hätte. Stattdessen kennen wir ihn nur unter seinem Pseudonym Jack the Ripper. Dieser Name ist bekannt, weil er damit unterschrieb. In den Briefen, die er an die verwirrte Polizei schrieb. Fangt mich, wenn ihr könnt, neckte er sie, als er einen seiner Briefe unterschrieb. Bekannterweise haben sie das nie getan. Wer er ist und wer er war, wissen wir bis heute nicht. Der Zodiac Killer. Der Jack the Ripper der USA forderte sein erstes Opfer erst 80 Jahre, nachdem sein Vorgänger in East London seine Schreckensherrschaft beendet hatte. Allerdings trug er einen anderen Namen, der Zodiac Killer. Die tatsächliche Zahl der Zodiac-Morde ist ebenfalls unbekannt, man geht aber von bis zu 37 aus. Der Verbrecher verschickte nicht nur extrem schwer zu lösende Codes und Rätsel, sondern verhöhnte die Polizei und die Medien auch mit mehr als 20 Spottbriefen, die genaue Angaben zu seinem Verbrechen und kleine, abgeschnittene Kleidungsstücke seiner Opfer enthielten. Der Zodiac-Killer tötete mindestens 5 Menschen, wurde aber nie gefasst. Dennis, der BTK-Killer, Raider. Die Polizei zu verhöhnen ist eine riskante Angelegenheit. Da könnte man Dennis Raider fragen. Im Laufe seiner Karriere als Serienmörder wandte er sich immer öfter an die Polizei, wobei er immer weniger Vorsichtsmaßnahmen ergriff. Kriminologen und Psychologen vermuten seitdem, dass er vielleicht insgeheim wollte, dass man ihn erwischt. Ob dies nun der Fall war oder nicht, Fakt ist, er wurde gefasst. Raider begann mit der Polizei über anonyme Disketten zu kommunizieren. Auf den Disketten befanden sich von Raider verfasste Dokumente, in denen er über seine Verbrechen sprach und die Versuche der Polizei, ihn zu identifizieren, zurückwies. Außerdem befanden sich auf den Disketten genügend Daten, die den Ermittlern Hinweise auf den Entstehungsort der Dokumente gaben, was schließlich zu seiner Verhaftung führte. Die Hillside Stranglers. Kenneth Bianchi und Angelo Buono Jr. waren ein krankhaft abartiges Mörderpaar, das schließlich gefasst und verurteilt wurde, weil sie von Oktober 1977 bis Februar 1978 zusammen ein Dutzend Frauen vergewaltigt, gequält, umgebracht und verstümmelt hatten. Obwohl sie mit ziemlicher Sicherheit noch mehr Opfer forderten. Sie verhöhnten die Polizei nicht durch Notizen, Telefonanrufe oder Visitenkarten, sondern indem sie die leblosen Körper ihrer Opfer an gut sichtbaren Stellen auf Hügeln, daher ihr Spitzname, Hügel heißt Hillside, sehr oft in unmittelbarer Nähe von Polizeistationen ablegten. Das Paar, aber vor allem Bianchi, zeichnete sich durch außergewöhnliche Kühnheit, Ego und Narzissmus aus. Beide wurden 1979 festgenommen und erhielten lebenslange Haftstrafen. David, Son of Sam, Berkowitz. Das Leben in New York City im Jahr 1977 war hart. Ein brütend heißer Sommer wurde noch ungemütlicher, als ein bewaffneter Verbrecher mit einer Handfeuerwaffe des Kalibers 44 auf Menschen schoss. 6 Menschen kamen dabei um und 7 wurden verletzt. Der mysteriöse Son of Sam Killer wurde schließlich ausfindig gemacht und verhaftet. Aber erst nach einer Reihe von Notizen des Kriminellen, die ihn letztendlich entlarvten. »Ich bin ein Ungeheuer. Ich bin der Son of Sam«, schrieb Berkowitz in einem Brief, den er an einem Tatort zurückgelassen hatte. Danach schickte er mehrere weitere Notizen an das NYPD und eine an einen Reporter. Mithilfe einiger der darin hinterlassenen Hinweise konnte die Polizei den Mann bald fassen. Er verbüßt eine 364-jährige Haftstrafe. Das Freeway-Phantom. Zwischen April 1971 und September 1972 verfolgte, vergewaltigte und erwürgte ein Mann in Washington 6 junge Frauen und Mädchen. Er gab sich den Namen The Freeway Phantom und blieb bis heute unauffindbar.
Als die Polizei die Kleidung des fünften Opfers, der 18-jährigen Brenda Denise Woodward, durchsuchte, fand sie eine an sie gerichtete, falsch geschriebene Notiz des Kriminellen. Sie lautete: "This is tantamount to my insensitivity to people, especially women. I will admit the others when you catch me if you can. Freeway Phantom." Das ist der Gipfel meiner Gefühllosigkeit gegenüber Menschen, vor allem Frauen. Ich werde alles andere zugeben, wenn du mich kriegst, wenn du kannst. Freeway Phantom. Die Analyse der Proben ergab, dass die Notiz keine wirklichen Anhaltspunkte enthielt, da sie nur vom Mörder diktiert worden war. Er hatte Brenda gezwungen, ihn zu schreiben, bevor er wiederholt auf sie einstach und sie erwürgte. John Allen Muhammad and Lee Boyd Melvo, auch bekannt als The DC Snipers. Bleiben wir in der US-Hauptstadt, um ein letztes Beispiel für Serienverbrecher zu geben, die die Behörden mit ihren dreisten, blutigen und bösartigen Verbrechen provozieren wollten. Oktober 2002 wurden in einer schockierenden und für Schlagzeilen sorgenden Mordserie, die als The DC Sniper Attacks, von einigen auch als The Beltway Sniper Attacks bezeichnet, bekannt wurde. 17 Menschen umgebracht und 10 verletzt. Alle wurden erschossen, die meisten durch Scharfschützen, die aus einem Loch im Heck eines blauen 1990er Chevrolet Caprice schossen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Scharfschützen um John Allen Muhammad und Lee Boyd Melvo, einen 41-Jährigen und einen 17-Jährigen, handelte, die in Washington D.C. herumfuhren und scheinbar wahllos Menschen erschossen. Bevor ihre Identität bekannt wurde, hinterließen die beiden Tarotkarten als Visitenkarten an verschiedenen Tatorten, darunter eine Todeskarte, auf der die Sätze "Für Sie, Herr Polizei, mach das nicht öffentlich" und "Nenn mich Gott" standen. Muhammad wurde später hingerichtet und Malvo wurde zu lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. So, noch kurz dazu etwas aus der Forensik. Man versucht ja Theorien aufzustellen, warum es Verbrecher und Kriminelle gibt, die so schludrig arbeiten oder es absichtlich irgendwelche Beweise hinterlassen. Und es kommt ja ganz oft der Fall vor, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich mit True Crime auskennen oder die Kriminologie studiert haben oder auch Psychologie. Und bei denen ist es teilweise wirklich eindeutig, dass die Dinge hinterlassen, weil sie überlegen sind und sie brauchen dieses Machtspielchen und die möchten überlegen sein. Deswegen hinterlassen sie so vereinzelte Dinge, mit denen die Polizei eigentlich gar nichts anfangen kann. Eigentlich denkt sich jeder oder die Polizei denkt sich, ich hab dich jetzt, ich weiß, dass du es bist, aber ich kann es nicht wirklich beweisen. Und das ist natürlich sehr zynisch, ne? Das ist natürlich so, wo man sich so denkt, so, tja, Pech gehabt, ne? Ich habe dir jetzt was hinterlassen, aber du bist leider zu doof und kannst nichts damit anfangen. Und das ist so ein überlegenes Machtspielchen, das haben sehr gerne Narzissten, dass sie sich ja immer über andere Leute stellen und sagen, ja, so gut wie ich ist ja eh keiner, also du kriegst ja eh nicht hin, dass du mich fasst, obwohl ich dir sogar Hilfe gebe, obwohl ich sogar so nett bin und dir helfe, selbst da schaffst du es leider nicht. Das ist wirklich etwas. Ich muss da jetzt gerade lachen drüber, weil es gibt wirklich einige Menschen, die so sind und viele davon wissen das noch nicht mal. Da ist halt echt, das ist halt einfach so ein Machtspiel von denen und das brauchen die auch einfach. Dann gibt es natürlich auch die anderen, die tatsächlich gefunden werden wollen. Das findet sich sehr oft bei Pädophilen wieder, dass die genau wissen, dass es krankhaft ist, was sie machen, dass sie Leben zerstören und dass es nicht in Ordnung ist, was die machen. Können aber selber nicht raus, weil meistens sind sie in einer Familie oder haben selber Kinder oder haben halt einen anerkannten Beruf. Oder meistens trauen sie sich auch nicht zum Beispiel. Aber sie wissen, wenn sie da jetzt zu jemandem gehen und sich Hilfe suchen, dass es dann, es wird halt Meldung gemacht. Ne? Das ist natürlich eine Straftat. Also du kannst jetzt nicht zum Psychologen gehen und dann jetzt sagen, ja, ich töte sehr gerne Menschen, aber bitte verpfeifen Sie mich nicht. Das ist leider nicht möglich. Also und da haben die natürlich Angst und denken sich, ja, mein Leben ist ja eh für den Arsch, ist eh vorbei. Aber ich mache das jetzt einfach so lange und irgendwann, wenn Gott es will, wenn das Schicksal es möchte, dann werde ich gefasst. Also die überlassen das. Das ist so eine Schuldabweisung, eine Schuldübertragung. Die übertragen das dann gerne ans Leben oder an Gott oder an jemand anders und sagen dann, ich habe jetzt einfach schludrig hier was gemacht und ich biete euch die Möglichkeit, mich einzufangen oder mich zu fassen. Und so Gott es will, so wird es passieren. Und darauf ruhen die sich dann auch gerne mal aus. Das ist bei anderen Kriminellen und auch Mördern natürlich auch so, dass sie dann sagen, ich weiß, dass ich etwas Falsches mache, aber Gott hat anscheinend nichts dagegen, wenn ihr mich nicht erwischt. Und das ist ganz oft so, dass viele von denen sehr christlich sind und dann einfach das dem Schicksal überlassen oder einer anderen Macht überlassen. Ja, sehr faszinierend, sehr interessant.
Ich weiß nicht, kennt ihr noch irgendwelche krassen Fälle, so, die ich jetzt so noch nicht aufgezählt habe, die jetzt mit der Polizei gespielt haben? Oder wollt ihr noch irgendwie, dass ich etwas intensiver durchgehe oder analysiere oder noch mehr recherchiere? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuhören und entschuldige mich nochmal für meine Stimme. Ja, die bleibt einfach jetzt rau, würde ich sagen. Keine Ahnung. Danke fürs Zuhören und auf bald. Sicher selbst, aberst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt. Du und ich schon verschwommen, mir geht's nur um simple Recht. Doch ich hab genug gesehen, nimm Tuch und wisch es weg. C'est la vie, es ist wie so ein Bild, das sicher selbst, aberst du meine Tränen und ich bin einfach entsetzt.